Ja, super könnte mich von zwei Seiten gleichzeitig angreifen. Na, ja, die da oben haben das schon unter Kontrolle. Niemand erteilt mir Befehle. Ah, endlich. Okay. Sind die Priester eh schon tot? Die Toten sollen dienen, wie der Schatten wünscht. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Endlich! Die mächtigen Höllenbestien wurden zu unserer Unterstützung geschickt. Schart sie rasch um euch, Todesritter. Sie gehorchen euren Befehlen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Sprecht, Dummkopf. Frostmourn hat Hunger. Okay, ich glaube, ich schicke den Frostwurm hierher und lasse Arthas dann da oben einfach. Ungläubige Vorsicht. Unsere Verteidigung. Ich muss jetzt für die extra noch so ein Ich hasse euch Song schreiben oder was? Was ist das diesmal? Sprecht, Dummkopf. Dieses Level hier ist übrigens das Level, wo ich beim schweren Spielen, also die Kampagne hat ja hier zwei Schwierigkeitsgrade, normal und schwer. Wir spielen das hier nämlich auf normal. Auf schwer habe ich dieses Level noch nie geschafft. Das ist auch das, an dem ich gerade hänge in der schweren Kampagne. Ich baue jetzt hier keine weiteren Einheiten, weil sonst bin ich schon über der Essensgrenze. Über der zweiten. Und die will ich nach Möglichkeit irgendwie vermeiden. 8 Minuten müssen wir noch durchhalten. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Vorsicht. Die Höllenbestien haben übrigens einen dauerhaften Feuerbrand. Das heißt, sie fügen jederzeit den Einheiten um sich herum gewissen Schadenswert zu. Hm. Ich sollte die besser mal heilen. Ich weiß, mir ist gerade ein Totenbeschwörer draufgegangen. Und noch irgendwas. Ich glaube, der Gargoyle war es. Endlich. Frostmourne hat Hunger. Ich sollte da jetzt eigentlich direkt mal durchheilen da hinten. Niemand erteilt mir Befehle. Endlich. Arthas hier als Gruppenheiler missbrauchen. Ich sehe schon, Todesritter werden in WoW demnächst auch bald Heiler. Frostmourne hat Hunger. Als Bluttodesritter gehen die sowieso schon als solche durch. Das ist schon besser. Ich bleibe jetzt einmal noch ein bisschen hier stehen, damit ihre Lebensregenerationsrate noch ein bisschen erhöht ist. Mit unheiliger Aura auf Stufe 3 ist das ja ganz schön ein Stück erhöht, ich glaube 150%. Zusätzlich zum verseuchten Boden. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Niemand erteilt mir Befehle. 3 Dampfpanzer, wollt ihr mich verarschen? Für den Lichtkönig. Und immun gegen Feuerbrand sind die Dinger wahrscheinlich auch noch, oder? Niemand
wie wir da einfach durch so eine Verteidigungsanlage durchräumen. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Denen sollte die verstärkte Rüstung genommen werden. Sprecht, Dummkopf. Unsere Goldmine ist eingestürzt. Ah, endlich. Die fokussen jetzt echt meine Höllenbestie tot da. Endlich. Niemand erteilt mir Befehle. Bauen absichtlich Einheiten, die nur Stichschaden machen, habe ich das Gefühl. Endlich. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Wie lang hält denn so eine Verwandlung? Abgeschlossen. Was ist das diesmal? Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ah, die Beschwörung endlich. Ist abgeschlossen. Endlich. Euer Befehl, Meister. Euer Wille geschehe. Ich lasse die jetzt einmal als Reparatureinheiten da oben stehen. Ich wünsche nur zu dienen. Es sind eh nur noch 4 Minuten, die ich durchhalten muss. Ausbau abgeschlossen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Vorsicht. Das ist schon besser. Ich sammle meine Truppen schon mal ein bisschen. Was ist es diesmal? Sprecht, Dummkopf. Frostmourne hat Hunger. Die machen jetzt nämlich nur noch einen großen Mega-Angriff. Schatten lockten. Mein Leben für Ner'zhul. Vorsicht. Das ist schon besser. Na, der Rest regeneriert sich ja von selber. Wie gesagt, bei unheiliger Aura Rang 3 geht das schon recht gut. Hoffentlich taugt das was. Ich nehme jetzt hier die Höllenbestien dafür her, weil die wenigstens noch Chaosschaden gegen die machen können. Und damit noch so halbwegs effektiv gegen die Teile sind. Ja, die kommen jetzt schon. Das. Hau den. Keltosaur hat ein Level up. Kann mir jetzt allerdings auch keinen Punkt mehr verteilen, weil der gehört gerade nicht mir. Niemand erteilt mir Befehle. Ach. Endlich. Einmal lieber ein Keltosaur, der. Was ist das diesmal? Weicht nicht zurück. Keltosaur muss verteidigt werden. Dies ist die Stunde unseres Sieges. Endlich. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Ah, kann mal jemand diesen Blizzard da ausschalten?
Ja, stürmt halt meine Verteidigung. Sekunden muss ich noch durchhalten. Wie der Schatten wünscht. Schauen wir mal, ob ich von denen noch ein bisschen was kaputt machen kann. Vorsicht. Niemand erteilt mir unsere Befehle. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Ah, gewonnen. Sehr schön. Kommt herbei, Lord Archimon. Tretet ein in diese Welt und wärmt uns mit eurer Macht. Oh. Da ist er ja. Unsterbliche und verzweifelt. Diese Welt ist dem Untergang geweiht. Gut gemacht, kleiner Mich. Mein Plan ist perfekt aufgegangen. Lord Archimond, alle Vorkehrungen wurden getroffen. Ausgezeichnet, Tichondrius. Da mir der Lichtkönig nicht mehr von Nutzen ist, werdet ihr Schreckenslords nun die Geißel kontrollieren. Wie ihr wünscht, Lord Archimond. Bald werde ich den Befehl zum Beginn der Invasion geben. Aber vorher statuiere ich ein Exempel an diesen armseligen Zauberer. Indem ich ihre Stadt in Schutt und Asche lege. Das muss ein Witz sein. Was wird jetzt aus uns? Habt Geduld, junger Todesritter. Der Lichtkönig hat auch das vorhergesehen. Ihr werdet noch eine Rolle in seinem Meisterplan spielen. Und was für eine Rolle er spielen wird. Ja, da hat unser Archimond ja wohl mal ein bisschen aufgeräumt mit Dalaran. Ich mache an dieser Stelle jetzt eine kleine Aufnahmepause. Mir läuft wahrscheinlich sowieso gerade wieder der Festplattenspeicher voll. Ich sag mal, bis nächstes Mal und tschüss. Dann geht's weiter mit der Ork-Kampagne.